Also in Deutschland gibt es 320 Berufe ungefähr. So. Und das ist schwer von den Deutschen zu verstehen, diese Berufe. Wie kann, deswegen also habe ich die anderen Kollegen gefragt, wie können die Migranten diese Berufe verstehen? Dann haben wir eine Idee gefunden, können wir in unsere Seite ein bisschen über die Berufe übersetzen und erklären, was kann man in diesem Beruf. Zum Beispiel jetzt, wenn ich einen IT-Bereich mache, kann ich in die IT-Berufe zu verstehen und erklären, in unserer Sprache. Und wie gesagt, also hier in Deutschland gibt es ein Problem in der Integrationskurs und keine gute Beratung in dieses Thema. Deswegen machen wir diese Beratung und erklären in die arabische Sprache. Warum erklären wir in der arabischen Sprache? Weil die meisten Migranten hier in Deutschland oder die Flüchtlinge, sie machen jetzt die Deutschkurs zwischen die A1 bis B2. Und da kann man nicht allein in die deutsche Seiten recherchieren und die Informationen zu finden. Deswegen jetzt übersetzen wir die Berufe in unsere Seite. Am November habe ich in einer Gruppe in die Social Media oder in Facebook einen Beitrag über die Dualstudium geschrieben. Und dann gab es hier viele Unbekannte hinzufügen. Und die ganzen Leute hatten mir auch in die private Nachricht geschickt. Kannst du ein bisschen erzählen und kannst du, zuerst war für mich, das ist kein Problem, also wenn ich die Migranten oder die Flüchtlinge ein bisschen erzählen, was habe ich gelernt, also wie, ja, deswegen, also die ganzen Leute hat mir hinzugefügt und das war ein bisschen, zuerst habe ich kein Problem, aber nach ein Monat, es gab viele, ungefähr 100 Nachrichten. Deswegen habe ich mit meinem Bruder zusammen gesetzt und da haben wir gesprochen über, warum machen wir keine Seite in Facebook, und dann erklären wir die ganze Sache in dieser Seite ohne unser eigenes Name. Dann er hat meinem Bruder gesagt, also wir haben keine Zeit und jetzt machen wir eine neue lernen und wir haben vieles zu tun und haben wir keine Zeit. Und dann habe ich in diese Gruppen mit den Leuten gesprochen und dann habe ich gefunden, zwei Personen auch, sie machen auch Ausbildung. Und dann habe ich mit diesen Leuten gesprochen, ob eine Seite zusammen machen und dann können wir diese Seite steuern und betreuen. Und sie haben, also eine Person macht eine Ausbildung als Bauzeichner in München und die andere macht auch eine Ausbildung als Mechatroniker. Und das war ein bisschen interessant, wenn gibt es viele verschiedene Berufe. Und ich habe mit die Gruppe zusammen getroffen in die Skype und die Messenger und die Facebook gesprochen. Und dann haben wir eine Entscheidung zu treffen, eine Seite zu öffnen. Jetzt nach der Website haben wir auch die Gruppe auch erstellt. Weil wir, unsere Gruppe, keine Zeit immer haben. Deswegen, also auch, es gibt viele Leute, die machen Ausbildung und hat Erfahrung. Und können wir nicht, wir sind vier Personen und wir können nicht immer diese vier Personen, die ganzen Leute, die Antwort zuschicken. Deswegen haben wir auch eine Idee bekommen, dass wir eine neue Gruppe erstellen und können wir dort zusammen mit den anderen Leuten diskutieren.
Jetzt in unserer Seite, in die Facebook-Seite, die erste Seite, haben wir ungefähr 29.000 Follower oder Fans. In unserer Gruppe haben wir 34.000 Personen. Und wir haben in unserer Website jeden Tag Aufrufe zwischen 2.000 bis 4.000. Immer die Leute fragen, wie kann man eine Bewerbung schreiben? Und die Bewerbung, das ist ein etwas Besonderes in Deutschland. Zum Beispiel in unserer Heimat, wenn eine Person einen Beruf oder einen Job zu suchen oder jetzt in unserer Heimat gibt es keine Ausbildung. Deswegen, wenn eine Person etwas einen Beruf zu lernen, kann er einfach gehen von die Firma oder die Geschäftsführer und sagen, also ich brauche hier arbeiten. Ja, aber hier in Deutschland gibt es etwas anderes. Zum Beispiel, wenn eine Person ein Studium oder eine Ausbildung oder einen normalen Job zu suchen, braucht er eine Bewerbung. In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge und viele Migranten. Und die Migranten brauchen die Informationen und wir haben die Informationen. Und warum nicht mit den Leuten nicht teilen? Und auch, es gibt auch hier etwas, also wir versuchen die Motivation von den Leuten erhöhen, wenn jeden Tag gibt es, wenn zum Beispiel du bist eine Flüchtlinge und jeden Tag suchst du die Facebook und jeden Tag findest du den Beitrag von der Ausbildung, dann die Motivation in unsere, ja, deine Motivation ist erhöht. Und dann gehst du von der Arbeitsmarkt und suchst du die Ausbildung oder die Arbeit.